Die Temperaturen um den Gefrierpunkt, das ist maximal Wetter zum Skifahren. Aber zwei oder drei Räder draußen bewegen bei der Kälte, brrr, doch das ist rund 900 Moped- und Motorradfahren egal. Die Fahrt bei Minusgraden zum traditionellen Motorrad-Wintertreffen auf der Augustusburg in Sachsen und das zum Teil wie dieser Jahr mit über 500 Kilometern Anreiseweg, ist bei vielen Kult. Sobald ich den Finger auf den Anlasserknopf drücke, und der Bursche säuselt mir sein Lied, dann bin ich dem Herrgott etwas näher. Ich bin jetzt gerade aus der Werkstatt gekommen. Nächste Woche geht's nach Norwegen. Nächste Woche nach Norwegen mit dem Ding? Ja, Kristall. Norwegen sind gerade minus, weiß nicht, 30 Grad oder so. Natürlich, na, süß, so wie ich angezogen bin. Die Winter-Motorrad-Freaks treffen sich hier, um den anderen ihre Mopeds vorzuführen, um zu fachsimpeln und um gemeinsam im Burghof zu feiern. Doch nicht nur die Anreise auf dem Moped ist Kult, viele harte Winterfahrer lieben hier auch das Campen bei Minusgraden in uralten Zelten. Warum macht man das? Warum? Einfach wegen dem Gefühl. Also die Gefühl. Genau. Immer hier so im Schlamm zu stehen. Der Ofen. Wintercampen ist ja das immer seltener. Und wie gesagt, wir sind schon ein paar Jahre hier und das ist immer wieder schön. Was machst du beruflich? Ich bin Krankenschwester. Oh, weißt ja Bescheid, ne? Genau. Also das ist ja wie auf Arbeit hier. Genau. Aber einigen Motorrädern ist hier so kalt, dass sie zum Anlassen mit offenem Feuer gewärmt werden müssen. Und ganz ehrlich, die Kälte ist auch bei den Fahrern ein großes Thema. Wo ist jetzt kalt? Am Fuß? Eher im Schritt. Im Schritt ist kalt. Sind Sie verheiratet? Ja. Ihre arme Frau. Natürlich, so ein Bad hält natürlich auch warm. Etwas. Das ist alles relativ zu sehen, aber besser wie glatt rasiert, ja. Oh, zeig mal her hier. Handschuhe? Aber jetzt trotzdem ein bisschen kalt. An der Hände, ja. Viele Motorradfans kommen zu der Party ins Erzgebirge mit ihren uralten Fahrzeugen. Im Stand werden dann auch historische und vor allem wärmende Kopfbedeckungen gezeigt. Eine Mordermütze? Ja. Mein Mann hat Morder gefangen. Ich rede jetzt, zu DDR-Zeiten haben wir die schon gefangen. Also die sind jetzt schon, die sind historisch, ja. Also die sind schon wie alt? 50 Jahre. Und wenn der einmal tot ist, muss man den auch tragen. Ja. Ist ja zu schade, um wegzuschmeißen. Und apropos historisch, warme Getränke werden hier auch ganz stilecht mit historischen Motoren gewärmt. Dieser Eigenbau-Glühweinwärmer ist ein 60 Jahre alter Motorradmotor im Beiwagen. Prost! Was macht ihr damit hier? Glühwein kochen. Glühwein kochen, ja. Geil. Wie funktioniert das? Hier drin ist Glühwein und hier geht der Auspuff geht hier durch. Ja. Und der macht den Glühwein warm. Ach, innovative Eigenbau-Wärmequellen finden sich hier an jeder Ecke. Das war mal die Wäschetrommel in einer Waschmaschine. Du hast hier aus der alten Wäschetrommel von Mutti noch schnell gebastelt? Ja, da habe ich noch bis letzte Woche drin gewaschen. Hab's dann ein bisschen umgebaut, damit wir es heute ein bisschen warm haben. Ganz andere optische Aufwärmer bietet diese junge Dame. Sie vertreibt hier im Direktvertrieb ihren eigenen Erotik-Motorradkalender. Wie schön, also bei der Kälte hier so ein Kalender, das wärmt durch. Ja, Januar haben wir auch, das wärmt definitiv durch. Wie viele Kalender habt ihr heute hier verkauft? Oh Gott, das kann ich gar nicht sagen, aber bestimmt bisher 100. So, ich hoffe, Ihnen ist jetzt hoffentlich auch warm. Die Moped-Cruiser vom Wintertreffen mussten auf der Rückfahrt wieder die Zähne zusammenbeißen. Aber im nächsten Jahr ist es sicher wieder frieren mit Spaß auf der Augustusburg in Sachsen. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.